Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der ADT, herzlich willkommen zum ADT Live Talk. Wir heißen Sie herzlich willkommen, das heißt Jan-Friedrich Goeth zunächst erstmal und ich, Daniel Edelhoff. Wir sind natürlich in bester Gesellschaft. Schauen Sie nach draußen, wir haben ADT-Wetter. Und das ist natürlich eine Sache, die uns nochmal wehmütig auch an Nürtingen denken lässt. Denn normalerweise wären wir hier heute an dem Haupttag der gesamten Jahrestagung. Wir hätten unsere Verteilung der Gewinner an Forum 25 und wir freuen uns schon alle innerlich auf die Schlacht-Hofbräu-Party in Nürtingen. Ist gar keine Frage. So, die Frage ist aber, wie sind Sie durch die Krise gekommen? Sind Sie gesund geblieben? Wie hat Sie beruflich getroffen? Ich hoffe nicht zu hart. Sinn ist einfach, dass wir uns heute hier austauschen in einem ganz neuen Format. Und Sie werden sich fragen, warum haben wir dieses Format überhaupt eingeführt? Der Hauptgrund ist eigentlich, dass wir Sehnsucht hatten. Also wir konnten jetzt nicht 2 Jahre warten von der letzten Tagung bis 2021. Wir wollten sie zwischendurch mal sehen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Frage ist, ja, was haben wir heute mit Ihnen vor? Wir sind alle sehr aufgeregt, inklusive ich als Moderator natürlich, aber auch das ganze technische Team, auch Jan-Friedrich Goeth. Es ist eine Premiere und wir haben 3 Dinge mit Ihnen vor, um das mal ganz grob zu gliedern. Nämlich einmal starten wir mit einer Informationsveranstaltung, also einem Talk. Wir haben dazu Gäste eingeladen, die ich auch gleich vorstellen werde. Wir haben dann zweitens Antworten auf Ihre Fragen. Das heißt, Sie können sich Fragen überlegen, die Sie möglichst spezifisch schon bestimmten Gästen, die wir eingeladen haben, zuordnen und uns dann zukommen lassen per E-Mail. Das ist Ihnen bekannt, wie das geht. Und dann drittens wollen wir Ihnen noch Mut machen. Und zwar Mut in Richtung Festvortrag im Kleinformat, sehr kondensiert. Sie alle erinnern sich an die Begeisterung, die Sie hatten im Jahr 2019 auf der Jahrestagung. Und zwar haben wir Professor Dr. Volker Busch wieder eingeladen, der uns ganz am Ende dieser Veranstaltung heute nach dem Live-Talk und nach den Fragen praktisch nochmal ein Donnerwetter, ein Feuerwerk in Richtung Mut zusprechen wird. Gut, ich möchte jetzt zunächst nochmal darauf eingehen, wer jetzt die Gäste überhaupt sind und welche Themen überhaupt angesprochen werden. Und wir haben das so versucht zu treffen, dass jeder sich hier von den ADT-Mitgliedern auch angesprochen fühlt, nämlich einmal die Dentalindustrie, die Zahntechnik, die Zahnmedizin, die Young Generation und die Meisterschulen natürlich, die Ausbildung und natürlich auch ein Unternehmensberatungsseminar, wenn man so will, oder Fragen, die man stellen kann. Und das ist relativ rund, glaube ich. Wir haben das lange durchdiskutiert und hoffen Ihnen damit alle Bedürfnisse, alle Fragen, die Sie so haben, beantworten zu können. Und wie gesagt, Sie haben ja nochmal einen Fragenblock, wo Sie spezifische Fragen stellen können und da, wo wir antworten können. Ich will ganz kurz die Teilnehmer vorstellen. Und zwar ist das für die Dentalindustrie Frau Jutta Gierbach und Zahntechnikermeister Wolfgang Weißer. Ich werde Sie gleich nochmal etwas genauer vorstellen. Für die Zahntechnik haben wir eingeladen Zahntechnikermeister Andreas Klar und Zahntechnikermeister Thomas Traub. Für die Zahnmedizin Herrn Dr. Oliver Hugo aus Schweinfurt. Und für die Young Generation 2018 Winner, darf man so sagen, einmal die Laura Burlein und einmal die Pia Gauger. Und für die Meisterschulen, dass wir da mal die Information bekommen und vielleicht einen kleinen Einblick, was so in der Krise passiert ist, Herrn Zahntechnikmeister Hans-Jürgen Stecher. Und dann, wie gesagt, das Ganze abgerundet und das wäre unser letzter Gast im Rahmen des Talks, der Unternehmensberater Hans-Gerd Hebing. Und das ist ganz wichtig, dass wir eine runde Sache haben. Ich hoffe, jeden Bereich abgedeckt zu haben. Und jetzt müsste die Kamera zu Jan. Ich würde mal zu Jan weiterleiten. Genau. Sieht uns schon. Ne? Man sieht uns. Jan, wie stellst du das denn vor mit den Antworten und Fragen? Wie geht das vor sich? Ja, wir haben uns gedacht, da wir uns ja dieses Jahr nicht persönlich treffen können und wir Sie natürlich vermissen, wollen wir es zumindest in gewisser Art und Weise interaktiv gestalten. Und das heißt, Sie sehen also unter Ihrem Livestream-Fenster einen Button oder ein Feld, wo Sie Ihre Fragen einstellen können. Und ich werde diese Fragen während den Interviews und während den Informationen zugespielt kriegen, werde dann möglichst filtern, thematisch auch auf die einzelnen Referenten oder
Interviewpartner dann sortieren und zuschneiden und dann anschließend nochmal die Fragen eben gefiltert weitergeben. Ich möchte also dazu aufrufen und motivieren, schreiben Sie uns die Fragen, schreiben Sie vielleicht auch ganz kurz rein, an wen die Fragen gestellt sind und dann kriegen wir, glaube ich, eine sehr interaktive Kommunikation heute hin und ich freue mich drauf und ich freue mich auf Ihre Fragen und wir sehen uns gleich nochmal zur Fragerunde. Dann viel Spaß mit der ersten Referentin, mit der ersten Interviewpartnerin. Frau Jutta Gierbach wird gleich nochmal vorgestellt und es dauert jetzt ein paar Sekunden und bis wir dann soweit sind, technisch, denke ich, eine gute halbe Minute, haben Sie nochmal die Möglichkeit, sich Bilder und Eindrücke aus dem letzten Jahr der ADT zu Gemüte zu führen und noch vielleicht ein bisschen mit Wehmut zu betrachten, aber auch die Vorfreude aufs nächste Jahr zu steigern. Also, bis gleich. Ja, dann welcome back, liebe Teilnehmer am ADT Live Talk. Wie versprochen haben wir die Rubrik unserer Gäste eingeteilt in verschiedene Themengebiete. Ich möchte jetzt mit der Dentalindustrie starten und mit Frau Jutta Gierbach. Sie sind ja Beirat oder Beirätin der ADT und gleichzeitig auch in einem großen Unternehmen, Dentalunternehmen, praktisch tätig. Wie kam die Krise denn eigentlich bei Ihnen an? Ja, also bemerkenswert fand ich die Geschwindigkeit, mit der diese Krise auf uns in allen Lebensbereichen einprasselte. Also für mich hat sich das immer so, ein Bild hatte ich da vor Augen, wie so ein Tanker, der auf einen Sandstrand zuläuft und dann so knirschend zum Stehen kommt. Und auch eben die Geschwindigkeit, mit der dann wirklich weitreichende Entscheidungen getroffen werden mussten. Also schicken wir die Mitarbeiter ins Homeoffice? Wie müssen wir die Schichten einarbeiten, wo das nicht möglich war? Wie können wir die Leute oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trennen, dass wir einfach die Abstandsregeln einhalten? Wie erhalten wir unser Service-Level aufrecht, auch wenn wir jetzt Kurzarbeit haben, dass wir für unsere Kunden trotzdem noch vollumfänglich da sind? Also das war wirklich beeindruckend. Und auch so, wir haben dafür dann einen Krisenstab eingerichtet, der anfangs täglich getagt hat. In der Zwischenzeit haben wir das reduzieren können, weil natürlich auch einiges eingespielt ist. Aber auch da, den haben wir abteilungsübergreifend oder bereichsübergreifend eingerichtet. Und es fand ich interessant, die in dieser engen Taktung wirklich mit allen Bereichen vom Unternehmen die Impulse zu kriegen und kreative Lösungen zu finden. Ja, danke. Welche Kräfte hat das bei Ihnen mobilisiert? Wie kann man das vielleicht beschreiben? Ja, also ich glaube, bei vielen war dann so die Idee nach der ersten Schockstarre, dass man einfach dann geguckt hat, so Mensch, wir haben jetzt keine Alternative, also jetzt müssen wir, oder wir können nicht mehr so weitermachen, wie wir bislang gearbeitet haben. Das heißt, wir müssen Alternativen finden. Und das Interessante ist, dass unglaublich viel kreative Potenziale auch hervorgekommen sind, dass man sich wirklich mal überlegt hat, Mensch, wir können jetzt nicht mehr direkt zu unseren Kunden fahren. Was haben wir denn sonst für Möglichkeiten? Also da sind dann so kleine digitale Fernsehstudios mit den vorhandenen Mitteln aufgebaut worden. Also das war manchmal ein bisschen abenteuerlich, aber trotzdem haben wir gemerkt, wir können auch nach draußen dringen und unsere Kunden erreichen, auch über andere Dinge. Wir haben uns natürlich auch intern angeschaut, Mensch, wie können wir denn die gewonnene Zeit in Anführungszeichen auch nutzen, dass wir trainingstechnisch vorankommen, vielleicht in Bereichen, wo wir die ganze Zeit schon ran wollten, aber auch für die Dentallabore und Zahnärzte draußen zu gucken, wie können wir unser Trainingsangebot auch online anbieten. Ja, und so das Letzte, und ich glaube, das war auch sowohl im Privaten als auch im Geschäftlichen, das berühmte Ausmisten, ne, dass man mal geguckt hat, was braucht man denn wirklich noch? Und Dinge, die man schon lange mal angehen wollte, dass man da jetzt wirklich mal reinen Tisch macht und vielleicht auch mal alte Zöpfe abschneidet. Also ich glaube, da ist ganz viel hochgekommen in der Zeit jetzt. Ja, danke für die Einschätzung. Also Kreativität habe ich so als Schlagwort mal rausgenommen, weil man ein bisschen mehr Zeit hatte, über sich nachzudenken. Was können wir denn aus der Krise mitnehmen?
dass wir viel flexibler sind, als wir immer denken. Also sowohl Mitarbeiterinnen als auch Mitarbeiter, als auch unsere Kunden haben wir festgestellt, da waren auch auf einmal Dinge möglich. Und es gibt immer Alternativen, man muss nur nach ihnen suchen. Das war so ein, was ich mitgenommen habe. Natürlich, vieles ist digital möglich. Also Stichwort Homeoffice. Ganz ehrlich, ich war da vor Corona sicherlich nicht der größte Befürworter und habe gemerkt, Mensch, es gibt doch vieles, was man so abbilden kann. Vielleicht nicht auf Dauer, aber in einem gewissen Maß bestimmt. Es gibt auch Grenzen. Also es gibt auch Kurse oder bestimmte Trainings, da braucht man einfach das Hands-on. Oder man braucht wirklich mal den Kunden gegenüber, um wirklich mal Dinge abzuklären. Ja, und ein Takeaway war auch, wie geht es uns gut in Deutschland? Weil wir natürlich auch den internationalen Blick haben. Und da ist in manchen Märkten und in manchen Ländern wirklich ganz düster aussieht. Und in welcher Geschwindigkeit auch da Dinge auf einmal möglich waren, die vorher unmöglich erschienen. Da muss man sagen, uns geht es sehr, sehr gut. Bei allem, was natürlich belastet, aber da bin ich sehr froh, dass wir hier in Deutschland sind. Das ist ein ganz tolle Einschätzung nochmal und wird vielleicht zu häufig auch vergessen. Danke, Frau Gierbach. Frau Gierbach wird noch weiterhin hier sein und Ihnen für Fragen zur Verfügung stehen. Wir sind im Bereich Dentalindustrie und ich würde gerne weiterleiten zu Wolfgang, Zahntechnikermeister Wolfgang Weißer, und würde Sie ein bisschen Geduld bitten, eine halbe Minute maximal. Bis gleich. Ja, Sie sind zurück zum Talk, ADT Live Talk. Es geht um das Thema Dentalindustrie. Mein Gesprächspartner jetzt ist Wolfgang Weißer, Zahntechnikermeister und Vizepräsident der ADT. Sie kennen ihn. Er ist ein Kollege und Freund von mir. Lieber Wolfgang, du hast dein Ohr ganz nah an der Dentalindustrie. Wie nimmst du die aktuelle Lage in der Dentalindustrie wahr? Der Umsatzrückgang beläuft sich zurzeit national bei circa 40%. Und es war schon einiges deutlich mehr. Also es hat sich mal bewegt gehabt, sogar bei 60-70%. Es hat sich in den letzten Tagen und Monaten ein bisschen verbessert. Aber trotzdem ist es für gewisse Firmen, und zwar vor allen Dingen, die international tätig sind, ist hier ein deutlicher Rückgang, was auch meine Vorrednerin auch gesagt hat, mit ca. 70-80%. Und das ist dann schon eine enorme Zahl. Bei Firmen mit einem Exportanteil, die über 50% und mehr sind, die Lieferketten in Europa, was ja bekannt ist aus der Presse, in Italien, Spanien, auch Frankreich natürlich, massiv eingebrochen. Man sieht ja mal rüber über den Teich in den USA, was da gerade passiert. Unfassbar, auch UK, Nordamerika, in Chile und so weiter und so fort, Brasilien, ist das wahnsinnig stark eingebrochen und es ist wirklich eine globale Katastrophe geworden, nicht nur für die Dentalbranche, sondern für allgemeine Industrie ebenfalls. Es wird für die Dentalfirma, denke ich mal, eine ganz große Herausforderung werden. Sie federt das jetzt zurzeit auch mit der jetzigen Situation mit Kurzarbeit ab. Aber man muss auch mal ganz ehrlich sein, wenn diese Maßnahmen dann einfach auch nicht mehr reichen werden, wird wahrscheinlich dann auch jetzt zu anderen Maßnahmen noch kommen. Du hast ja auch einen guten Blick zurzeit auf die Dentalindustrie. Bietet die Industrie in der Krise besondere, Dienstleistungen an? Hat sich da was verändert gegenüber der Lage zuvor? Selbstverständlich. Also man kann eins sagen, es ist wirklich das Digitale, die Explosion der Digitalisierung hat sich da wirklich entwickelt. Die Firmen bieten verstärkt Webinare an in unterschiedlichster Form und auch mit Themen. Auch persönliche individuelle Beratungen werden auch angeboten und es geht dahin sogar bei Firmen, dass sie sogar Labore, das weiß ich halt, dass sie da finanzielle Hilfen auch anbieten. Vielleicht mit einem verlängerten Zahlungsziel, weil viele haben natürlich auch das Problem der Liquidität. Darin sind zurzeit gerade Anwendungen mit gängigen Softwares, das wir ja haben. Und zwar konstruiert werden, also Suchmaschinenstruktur, viele andere Sachen. Und was natürlich auch wieder salonfähig wird,
ist eigentlich der Modellguss. Da hat man sich also auch wieder bekannt, weil doch einfache Herstellungsverfahren wahrscheinlich auch wieder ein Thema sein werden. Dazu kam natürlich, dass die Industrie natürlich Hygieneflüssigkeiten jetzt hergestellt haben, die natürlich Mangelware waren und haben natürlich auch so Schutzschilde hergestellt. Also da ist der Blumenstrauß relativ breit gefächert. Es gibt auch Firmen, die haben Datensätze zum Selbstdrucken praktisch von Maskenhaltern kostenlos auch zur Verfügung gestellt. Gell? Und das sind natürlich solche lukrative Angebote, die also auch die Hilfspakete von den Firmen, auch von den praktisch Anwendern, ob das jetzt Praxen sind oder Labore sind, auch genutzt haben. Ja, wir beobachten ja alle ganz massive Veränderungen und wir haben es ja gerade gehört, was sich da getan hat. Was glaubst du denn, was wird bleiben? Was wird sich vielleicht wieder normalisieren, aber was wird so dauerhaft nach dieser Krise noch bleiben, Bestand haben? Also ich gehe mal davon aus, das, was mich auch ein bisschen so betrifft, dass die Reisetätigkeit wird wahrscheinlich in diesem Maße so nicht mehr ganz stattfinden. Also man hat also gemerkt, wir sehen ja jetzt in unserem Format, was wir heute auch als Experiment hier machen von der ADT über Zoom oder Skype, kann man heute natürlich in gewissen Formen kommunizieren, die wahrscheinlich vor geraumer Zeit, sagen wir, undenkbar gewesen sind. Auch das Homeoffice hat sich meines Erachtens nach heute etabliert. Ich mache das schon seit vielen Jahren und wird auch Einzug halten in das Business. Ich habe ja vor kurzem mit einem leitenden Angestellten einer großen Firma mal telefoniert und er hat mir ja gesagt, dass da große Skepsis war, anfänglich von seinen Mitarbeitern. Aber es hat bis jetzt, muss man sagen, sagt er, sehr gut funktioniert. Und sie werden natürlich auch in gewissen Bereichen dieses auch beibehalten. Was natürlich auch verstärkt kommt, wird der Online-Shop sein, der in gewissen Bereichen wahrscheinlich noch optimiert wird. Und es gibt für mich schon im Handel eine sogenannte Dentaloffensive, was ja in anderen Branchen ja schon länger eigentlich salonfähig ist. Zur Wahrheit gehört natürlich aber auch das Zauberwort von Covid-19, die Liquidität. Und die Firmen, die daran erkrankt sind oder es nicht schaffen werden, dieses zu überwinden, werden Probleme bekommen und vielleicht auch vom Markt verschwinden. Es wird dann dadurch natürlich auch wirtschaftliche Einbrüche geben und man spricht ja heute von so einer gewissen Anwendneutralität. Die wird mit Sicherheit auch in der Dentalbranche eintreten und ich gehe doch davon aus, dass halt auch der Sponsorbereich, der natürlich vielleicht uns auch betreffen könnte in der Zukunft, das wird sich meines Erachtens nach auch von den Firmen her, weil sie also das Geld nicht mehr so locker haben, auch verändern. Ja, danke Wolfgang für deine Einschätzung. Ich entnehme, da ist Flexibilität gefragt für alle, für Anbieter wie auch Kunden. Und umgekehrt für die ADT auch sicherlich in den nächsten Jahren. Danke für deine Einschätzung. Wir würden jetzt, meine Damen und Herren, auf das nächste Themengebiet gehen, auf die Zahntechnik. Und ich würde Sie wieder bitten, etwa 30 Sekunden Geduld zu haben für diese Umschaltung und freue mich, Sie gleich wieder zu sehen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht um das Thema Zahntechnik jetzt, die Rubrik Zahntechnik. Und auch hier haben wir zwei Kandidaten eingeladen, die Sie vielleicht zum Teil kennen. Beides Zahntechnikermeister. Ich möchte gerne starten mit Zahntechnikermeister Thomas Traub. Er hat drei Standorte, sogar 65 Mitarbeiter. Und ja, er ist von der Natur her, von den Charaktereigenschaften, von der Herkunft her Schwabe. War mir immer sehr sympathisch, wenn wir einen schwäbischen Finanzminister hatten. Und vielleicht können wir jetzt von Ihnen lernen, Herr Traub, wie Sie durch die Krise gekommen sind. Also welche Lebens- und Geschäftsphilosophie haben Sie denn genutzt für diese schwierige Zeit? Ja, ich hoffe, dass das nicht nur mit uns Schwaben zu tun hat, dass es eine Möglichkeit ist, für uns alle zu nutzen. Also ich bin sehr froh und dankbar, dass mein Vater mir schon sehr frühzeitig beigebracht hat und gesagt hat, Thomas, wenn du Geld verdienst, ist das wunderbar. Und dann kannst du auch die Hälfte nehmen und kannst diese Hälfte für dich privat nutzen und kannst sie dann auch ausgeben für nützliche Dinge. Aber die andere Hälfte, die behältst du bitte für dich und nutzt sie für dein Unternehmen. Super. Welche Worst-Case-Szenarios waren jetzt bei Ihnen im Labor sichtbar? War da irgendwas, was Sie berichtens
würdig halten? Oder war irgendwas, wo Sie intervenieren mussten? Ja klar, uns ging es natürlich wie allen in der Zahnmedizin oder in der Zahntechnik. Nachdem das klar war, dass es zu dem Lockdown kommt, dann mussten wir natürlich die Jahresplanung, die wir im Jahresanfang noch gemacht haben, total über den Haufen laufen. Und wir gingen von dem Worst-Case-Fall aus und haben das auch genauso gesehen. Worst-Case. Sprich, wir sind dann von der Überlegung gegangen, dass die Monate im April und Mai der Umsatz auf 30% sich reduzieren würde. Wir haben dann gesagt, in den nächsten 3 Monaten würde es sich dann vielleicht auf 60% erholen und zum Jahresende auf 80%. Das haben wir dann mit unseren liquiden Mitteln verglichen. Und dann haben wir festgestellt, naja, wir können uns beruhigt zurücklehnen. Selbst wenn dieser Worst-Case-Fall eintritt, dann werden wir das Jahr 2020 ohne Probleme erleben. Und ich darf sagen, der Worst-Case-Fall ist nicht mehr zur Hälfte eingetreten. Da können Sie ja glücklich sein. Genau. Wie sehen Sie denn Ihre Zukunft und die Zukunft Ihrer Branche überhaupt? Ja, also ich persönlich sehe unsere Zukunft sehr, sehr positiv entgegen. Es wird sicherlich weiterhin oder vielleicht noch mehr Made in Germany gefragt werden und wir werden auch gutes Geld für unsere Leistungen bekommen dürfen. Und ich habe auch in den letzten Wochen und Monaten habe ich dazu genutzt, mit meinen Kollegen mich zu unterhalten, mit unseren Kunden. Und da merkt man auch, dass eine deutlich positive Tendenz da ist. Also wir schauen deutlich positiver in die Zukunft. Und letztlich wird eine gewisse Marktbereinigung stattfinden in unserem Beruf. Viele Kollegen sind in einem gewissen Alter, wo man sich auch überlegt, aufzuhören. Das wird stattfinden und so denken wir, dass wir mit großer Freude auch in die Zukunft schauen können. Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr positiv und eine gute Philosophie, ökonomisch wie auch für das Leben, glaube ich. Gar nicht schlecht, kann man viel von lernen. Und ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg für Ihr Unternehmen. Und würde jetzt nochmal weiterleiten, einen Blick sozusagen aus dem Schwabenland verschärft Richtung Berlin. Es geht gleich weiter mit Zahntechnikermeister Andreas Klar. Und ich würde Sie wieder bitten, ein paar Sekunden sind es eigentlich nur, für den Übergang noch dran zu bleiben. Bis gleich. Ja, wir sind noch bei der Zahntechnik. Wir haben 2 Vertreter größerer Laboratorien. Wir kommen auch gleich nochmal zu kleineren. Aber jetzt erstmal zu Andreas Klar, Zahntechnikermeister und gespaltene Persönlichkeit. Wieso sage ich das? Man müsste ja fast sagen, 3 gespalten. Du bist Mitglied des Beirates, aber auch Leiter eines zahntechnischen Labors mit 170 Mitarbeitern und eben einem Unternehmen mit 60 Mitarbeitern. Und was ich gerne von dir wissen möchte, Andreas, ist, wie habt ihr die Krise überhaupt überstanden? Wie seid ihr in Berlin? Mussten Kurzarbeit angemeldet werden? Wie ist so ein Großlabor in dieser spezifischen Krisensituation aufgestellt? Ja, ich fand es sehr interessant, was Frau Gerbach schon gesagt hat und mein Kollege Traub. Und ähnlich haben wir das auch gehandhabt. Wir haben eine sehr konservative Firmenpolitik und haben auch Rücklagen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich gleich auch zusammen mit anderen Kollegen, auch mit größeren Unternehmen, mal geguckt, was bietet die Regierung an mit ihren Hilfsprogrammen. Und man muss dort schon, wenn man da genau reinliest, Maßnahmen ergreifen, die vielleicht auch, wenn eine zweite Welle kommt oder wenn das länger anhält und man doch auf fremde Finanzmittel angewiesen ist, dass man dann alle Dinge vorbereitet hat, sodass man auch die darauf zurückgreifen kann. Und das heißt natürlich intern erstmal sparen, gucken, wo sind Potenziale da, auch aufräumen, was Frau Gerbach auch sagte, fand ich auch, das haben wir auch gemacht, aber eben auch dann eine Kurzarbeit anmelden und sich mit den Hilfsprogrammen beschäftigen. Da muss ich sagen, das ist nicht so einfach, wie das von der Regierung und den Medien mitgeteilt wird. Also wir haben jetzt über 6 Wochen schon an diesem Kreditprogramm gearbeitet und es kommen immer wieder neue Richtlinien, die grundsätzlich positiv sind, weil die Zurückzahlung dann mittlerweile von 5 auf 10 Jahre erweitert worden ist. Aber um die Kriterien zu erfüllen und immer wieder die neuen Anforderungen, muss man immer wieder neue Dinge prognostizieren und errechnen und wieder einreichen. Ich glaube, wenn jemand wirklich konkret aktuelle Finanzprobleme hat, werden diese Hilfsprogramme ihm auch nicht helfen. Das ist nur mittelfristig vielleicht eine Hilfe für die Unternehmen.
Das ist mal interessant zu hören. Ich meine, du bist ja ganz nah dran, zumindest von der Geografie her in Berlin. Ja. Aber das, die Informationen mal zu bekommen aus der direkten Nähe und aus dem Labor ist ganz interessant, weil das hört sich immer in den Medien sehr gut an, dass die Hilfsprogramme da sind, dass da Verzögerungen sind, ist für uns ja ganz wichtige Information. Das warst du jetzt als Informant für die zahntechnischen Laboratorien. Jetzt mal in Richtung Unternehmen. Du bist ja oder ihr seid international aufgestellt. Ihr handelt mit China und Brasilien. Wenn man jetzt mal die beiden Staaten rausnehmen würde, wie ist da augenblicklich die Situation? Könntest du da ein bisschen beschreiben? Ja, wir sind ja generell international tätig, aber wenn man auf die beiden Länder guckt, ist es sehr interessant. China, die hatten ja nun die erste Welle und die hatten ja auch den Nachteil, dass sie sich nicht so vorbereiten konnten wie wir hier und wie relativ professionell das in Deutschland abgelaufen ist. Und da war es eben so, dass unsere Kollegen, und ich habe viel Kontakt auch zu Laborinhabern innerhalb von China, die auch dort ihre Region bedienen mit Zahnersatz, die in Deutschland denken ja immer erst an die Exportlabore, die aber in der Nähe von Hongkong sind, mit denen ich eigentlich keinen Kontakt habe direkt. Und wenn ich zu den Kollegen und ihren Familien gucke, die waren teilweise über zwei Monate in ihrer Wohnung gefesselt sozusagen. Und es durfte nur eine Person einkaufen gehen und die Banken waren zu. Also es war nicht mal Bankgeschäft möglich, eine Überweisung zu tätigen. Die waren also firmentechnisch und privat schon sehr eingeschränkt. Und ich habe aber wenig gehört von Infizierten und Krankheitsvorfällen auch aus meinem Bekanntenkreis. Und jetzt, was das Schöne ist, dass jetzt wieder dort gearbeitet wird, es lebt wieder auf. Vielleicht auch eine Hoffnung für die hiesige Dentalindustrie, in dem Falle meine Kollegen, dass dort wieder angefangen wird zu arbeiten. Ja, die Produktion startet wieder von Zahnersatz, die Patienten gehen wieder zum Zahnarzt und wir sehen eben, dass auch Bestellungen kommen, dass Überweisungen möglich sind, Kommunikation sowieso und dass die Normalität dort wieder langsam anläuft. Aber auch kontinuierlich, also nicht in kleinem Maße, sondern das geht schon wieder los. Ja. Wenn man jetzt nach Südamerika schaut. Ja, wenn man nach Brasilien, Südamerika allgemein, ob das Brasilien oder Kolumbien ist oder andere Länder, ist gerade in Brasilien natürlich ganz fatal. Hier haben wir auch persönliche Ängste zu den Kollegen, die wir dort haben, die in ihren Wohnungen sitzen und Ängste haben, dass die Familie infiziert wird, weil eben die gesundheitliche Versorgung vom Staat und in den Privatkliniken rudimentär ist im Verhältnis zu uns. Und keiner weiß, wenn du erkrankst, ob du überhaupt eine Möglichkeit hast, einen qualifizierten Arzt oder eine Klinik zu erreichen. Und so liegt das Leben dort brach in der Branche. Und es wird, also ich kenne viele Kollegen, die maximal eine Stunde am Tag in ihrer Firma vorbeigucken. Die Mitarbeiter sind im Wesentlichen zu Hause, um eben Kontakt zu scheuen. Und das wird auch noch eine lange Nachwirkung haben. Ja, das ist sehr traurig dort. Aber ist das gleiche Resümee, wie vorhin Frau Gierbach schon sagt, dass man eigentlich hier in einem sehr strukturierten Land lebt? Und deshalb noch mal eine letzte kurze Frage. Wie sieht es in Berlin denn aus? Wenn also, du den Markt jetzt mal beurteilen. Ja, hier ist es eigentlich glimpflich verlaufen. Mit Freude stellen wir natürlich fest, dass bei mir in der Familie, aber auch im ganzen Unternehmen, bei allen Mitarbeitern und deren Familien keine Fälle da waren. Wir hatten drei Mitarbeiter in Quarantäne, aber vorsorglich, weil sie aus dem Ausland kamen, geschäftlich. Und sonst ist hier nichts vorgefallen. Das Gleiche gilt für unsere Kundschaft, unsere Zahnarztpraxen. Wir haben von der Vielzahl der Zahnarztpraxen, die wir beliefern, lediglich eine, die komplett schließen musste, weil dort Corona-Fälle waren. In anderen Praxen waren teilweise mal Mitarbeiter in Quarantäne, aber die Handlungsfähigkeit war gegeben. Natürlich war alles runtergefahren und die Prognosen war interessant, ist eigentlich genau wie bei Herrn Traub. Wir haben also mit den gleichen Zahlen gerechnet hier, auch mit anderen Kollegen, mit denen ich vernetzt bin in Deutschland. Aber letztendlich war das dann doch nicht so schwierig von der Umsatzlage wie anfangs gedacht. Und man wusste natürlich im April noch nicht so viel und ich denke, es wird sich noch ein bisschen hinziehen auf geringerem Niveau, aber nicht so stark, wie wir auch kalkuliert haben. Von daher ist in Berlin eigentlich die Lage sehr ruhig, was das Thema angeht und relativ entspannt. Ist schön zu hören, dass es sich zu stabilisieren scheint. Das müssen wir natürlich noch abwarten. Genau. Vielen Dank, Andreas, für deine Einschätzung. Du bist ja noch weiter dabei und kannst Fragen beantworten später im Talk. Ja, gerne.
Ja, gerne, danke. Genau. Vielen Dank nochmal erstmal. Wir würden jetzt weiterleiten zum nächsten Thema. Was Sie noch vermissen, ist sicherlich die Zahnmedizin. Und da haben wir Dr. Oliver Hugo dabei. Und ich würde Sie wieder bitten, nochmal 30 Sekunden, liebe Teilnehmer, Geduld zu haben, bis die Umschaltung erfolgt ist. Bis gleich. Ja, meine Damen und Herren, jetzt geht in das Thema Zahnmedizin, das wir jetzt noch nicht beleuchtet haben, aber bin schon ganz gespannt. Wir haben dazu Dr. Oliver Hugo eingeladen aus Schweinfurt. Er hat eine recht große Praxis mit 35 Angestellten und wenn ich richtig informiert bin, mit 4 Zahnärzten, die er auch angestellt hat, also schon groß. Herr Hugo, welche Herausforderungen sahen Sie denn jetzt als Zahnarzt sich ausgeliefert in den letzten Monaten? Wo sind Sie da ausgesetzt worden? Welchem Problem standen Sie gegenüber? Also danke erstmal für die Einladung. Was ich sagen muss, ist, als die Situation sich entwickelt hat und immer mehr Meldungen gekommen sind, inwieweit sich diese Pandemie in Deutschland festsetzen wird, habe ich festgestellt, dass in meinem ganzen Umfeld die Menschen sich aufgeteilt haben in diejenigen, die sich für unsterblich gehalten haben und die andere Gruppe, die den Tod quasi dauernd vor Augen gesehen hat. Und das war, finde ich, gar nicht so einfach, weil das natürlich auch die Mitarbeiter, die Patienten und die Kollegenschaft betrifft. Und letzten Endes war die Frage, die man sich stellen muss, ja eigentlich die, was genau betrifft davon die Zahnmedizin oder wie ist die Zahnmedizin betroffen? Und da bin ich halt jetzt so, dass ich uns als Teil des Gesundheitssystems sehe. Und wenn wir uns da rausgenommen hätten als Zahnärzte und gesagt hätten, wir machen den Laden dicht und wir dürfen gar nicht behandeln und unsere ganzen Behandlungen sind unnütz und aufschiebbar, dann würden wir uns, glaube ich, selbst diskreditieren in diesem System. Also ich denke, das war eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wir eigentlich zur Bevölkerungsgesundheit dazugehören und dass wir auch für die Bevölkerung da sein müssen. Ja, das war das, was ich denke, was wichtig ist. Und das andere ist halt, welche Behandlung kann man überhaupt aufschieben? Ja, was ist denn medizinisch notwendig und was nicht? Und die Diskussion haben wir führen müssen. Und das war am Anfang, glaube ich, die größte Herausforderung. Ja. Also zum Beispiel ästhetische Behandlungen hätten Sie noch weiter durchgeführt? Also wir haben noch keine neuen großen ästhetischen Behandlungen angefangen, aber wir haben also alle normalen Behandlungen weitergeführt. Ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass eine professionelle Zahnreinigung, insbesondere für Parodontitis-Patienten, durchaus als nicht aufschiebbar gesehen werden kann, weil man die Gesundheit des Patienten damit aufs Spiel setzt. Also ja. Das sehe ich also nicht so locker, wie das viele andere gesehen haben. Ja, ja. Herr Dr. Hugo, Frage nach den Mitarbeitern. Mussten Sie die motivieren? Gab es da irgendwelche Engpässe, dass Sie sagten, Mensch, ich muss das Team beieinander halten? Sie haben gerade 2 extreme Charaktere beschrieben. War das innerhalb der Praxis auch? Ich denke, das hatten wir in der Praxis auch so. Ich habe versucht, eigentlich von Anfang an mit Team-Meetings, die wir einmal die Woche gehalten haben, über die Situation aufzuklären, über die Gefahren zu reden, aber auch über das, was eigentlich unser Hygienekonzept, das schon immer sehr gut nach meinem Gefühl aufgestellt war, was das bewirken kann, dass wir eigentlich vielleicht die Gefahren auch ganz gut unter Kontrolle halten können und wir deshalb vielleicht doch nicht so viel Angst haben müssen. Also letzten Endes denke ich, Information war das Wichtigste und natürlich auch vielleicht, dass man darüber redet, dass wir eigentlich ja schon von unserer ganzen Ausbildung her immer auf mögliche Infektionskrankheiten hin ausgebildet worden sind. Also ich denke, die ganzen Konzepte, die wir fahren, die sind ja für alle anderen Erreger, die wir sonst so kennen und denen wir ausgesetzt sind, genauso anwendbar. Und insofern sage ich mal, man kann natürlich das intensivieren, man kann für den Schutz der Mitarbeiter natürlich auch sorgen. Wir haben Fiebermessungen angefangen an der Rezeption durchzuführen beim Eintritt in die Praxis. Wir haben den Mitarbeitern Schutzschilde zur Verfügung gestellt, die sie an die Lupenbrillen und auch auf den Kopf aufsetzen können. Wir haben Abstandsmarkierungen überall angebracht. Also wir haben also schon versucht, auch Plexiglasscheibe natürlich für die Rezeption, sodass die Mitarbeiter das Gefühl haben, wir tun auch für ihre Sicherheit etwas. Und wenn die Information da noch stimmt, ist es uns eigentlich gelungen, muss ich sagen. Da danke ich meinem Team natürlich auch sehr dafür, dass wir da alle gemeinsam an einen Strang gezogen haben und den Laden am Laufen gehalten haben. Klasse. Da haben Sie ja schon einen Einblick fast gegeben in die Strategie. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Haben wir sicher unter den Teilnehmern auch Zahnärztinnen und Zahnärzte. Würden Sie da einen abschließenden Tipp noch geben für die Praxis oder eine Strategie, mit der man da erfolgreich durch die Krise kommt? Ja, neben den Hygienemaßnahmen und dem ganzen Informieren von Patienten auch, sage ich mal, finde ich wichtig, dass die Patienten informiert werden,
über die Hygienemaßnahmen, die wir für Sie betreiben, also auf den Social-Media-Plattformen, auf der Homepage, auch auf Schildern, dass die Patienten sehen, wir tun auch was für ihre Sicherheit und vielleicht auch erkennen, dass das Risiko für den Patienten nicht so hoch ist. Das finde ich ganz wichtig, damit die Patienten weiterhin in die Praxen kommen und die Termine nicht weiter aufschieben. Also das ist erstens nicht gut für die Patienten, zum anderen auch nicht gut für uns. Und natürlich sind es auch Behandlungskonzepte, die sich vielleicht als interessant jetzt erweisen, auf denen wir schon die letzten 2 Jahre sehr intensiv vorangeschritten sind, indem wir digitale Workflows verstärken. Also wenn ich jetzt kein Abdruck nehmen muss, sondern nur scanne, kommt auch kein Keim ins Labor. Ja, das heißt, es sind schon viele Infektionsketten, die durch diese Digitaltechnik unterbrochen werden können, so wie auch hier in diesem Meeting. Ja? Und das funktioniert auch in der Zahnmedizin. Ja, ich denke, das ist vielleicht ein guter Ansatz in die Zukunft. Super Vergleich, klasse. Herr Hugo, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind ja noch weiter verfügbar für Fragen, die sicherlich auch kommen werden. Und wir würden Sie jetzt mal praktisch in den Hintergrund schalten und wir würden mit einem weiteren Themengebiet weiterführen, mit der Young Generation. Und Herr Hugo, wir würden sagen, bis gleich. Ja, herzlich willkommen Pia und Laura, Laura Burlein und Pia Gauger. Ihr seid ja die Gewinner von 2018, was das Forum 25 anging und wart auch dann Referenten im letzten Jahr 2019. Nochmal Glückwunsch von unserer Seite an euch. Danke. Danke. Und was uns noch natürlich viel mehr interessiert, weil wir ja jetzt eher ältere Generationen befragt hatten, wie ist denn die Krise bei euch angekommen? Was könnt ihr denn darüber berichten? Ich würde jetzt mal starten mit der Laura bei der ersten Frage. Also wie ist die Pandemie jetzt bei dir zum Beispiel im Labor angekommen beruflich? Bei uns war das so, dass mein Chef total schnell reagiert hat und für uns alle Kurzarbeit beantragt hat. Und das haben wir auch alle direkt eingewilligt, weil ich glaube, da waren wir uns alle einig, dass es nichts bringt, wenn das Labor irgendwann pleite geht, nur weil wir uns quasi querstellen würden. Und deswegen haben wir ihn dann so weit es geht unterstützt. Und am Anfang haben wir alle nur auf 20% gearbeitet, das heißt so um die 8 Stunden in der Woche. Und man hat auch wirklich gemerkt, also die normalen Arbeiten waren abgemeldet. Es wurden von den Zahnärzten aus nur noch die dringenden Notfälle weiterhin behandelt. Und jetzt ist es so, dass wir nach und nach wieder mehr arbeiten und jetzt zum Teil auch wieder fast ab 100% arbeiten, weil jetzt wirklich die Auftragslage sich eigentlich wieder ziemlich verbessert hat. Laura, könntest du noch sagen, ungefähr die Region, für die du sprichst? Ach so, ich arbeite im Moment in einem Labor in Karm in der Oberpfalz. Alles klar, gut, genau. Weil das vielleicht nicht ganz uninteressant ist. Habe ich gerade nicht bedacht, ja. Ja, genau, danke dir. Wenn ich jetzt dann Pia überleite, vielleicht sagst du nochmal, aus welcher Region du jetzt sprechen wirst, Pia? Ich spreche aus der Region München. Ich arbeite mitten in München in einem Labor. Super. Und wir waren, also auch mein Chef hat sehr schnell reagiert und wir waren ich war knapp einen Monat auf 100% Kurzarbeit und bin dann aber recht schnell wieder 3 Tage die Woche im Labor gewesen und bin mittlerweile wieder auf 100% Kurzarbeit. Also ich war 100% Vollzeit. Und wir haben praktisch den kompletten April 100% Kurzarbeit gehabt und seitdem geht's doch für uns recht schnell wieder bergauf. Und damit haben wir eigentlich dann doch sehr viel Glück gehabt in Sachen Corona, wenn man mal so will. Klasse. Ja, jetzt möchte ich mir mal in den etwas persönlicheren Bereich gehen und welche Gedanken, welche Sorgen, Zukunftsängste waren präsent. Das ist ja auch etwas privater jetzt mehr vom Beruflichen auch getrennt. Und ich würde nochmal mit Laura starten. Wie hast du es denn aufgenommen plötzlich, dass du im Labor nicht mehr so ganz so gebraucht wirst wie vorher? Hat das auch private Auswirkungen gehabt auf dich in deinen Gedankengängen und so? Ja, also am Anfang habe ich das, glaube ich, noch gar nicht so richtig realisiert und bin dann auch manchmal noch ein bisschen, also habe dann für mich ein bisschen selbst geübt und habe gedacht, das ist ja eigentlich super, so nebenbei noch ein bisschen Zeit zu haben, dann auch, wenn man im richtigen Betrieb, also im alltäglichen Betrieb ja meistens nicht so viel Zeit dazu hat. Und habe dann aber auch gemerkt, weil ich ein Mensch bin, der sich sehr, sehr viele Gedanken macht, dass dann irgendwann habe ich mich dann schon nicht wirklich jetzt Zukunftsängste entwickelt, aber halt mir schon Gedanken gemacht, wie lange das jetzt noch andauern wird.
Auf der anderen Seite fand ich die Zeit jetzt ganz gut, auch so für sich selbst zu nutzen, ein bisschen sich auch zu sortieren und sich auch wirklich klar zu machen, was eigentlich so wichtig ist und wo man seine Prioritäten setzen sollte und wo auch nicht. Und insofern, ja, natürlich waren zwischendurch ein bisschen Sorgen da, aber jetzt nicht wirklich, dass ich jetzt sagen würde, ich hätte Zukunftsängste, muss ich ehrlich sagen. Pia, wie war es bei dir? Es ist natürlich schon so, dass man im ersten Moment, wenn man hört, wir fahren runter auf Null, ist es natürlich so, dass man schon erstmal Angst kriegt und sich denkt, hab ich da jetzt wirklich den richtigen Beruf gewählt? Aber es ist dann auch, finde ich, für mich recht schnell so gewesen, dass ich dann die Möglichkeit hatte, wie Laura schon gesagt hat, meinen Kopf mal zu sortieren und Motivation zu tanken, weil man ja wirklich dazu gezwungen wurde, komplett runterzufahren. Und man merkt ja auch dann vielleicht doch ein Stück weit, dass sich nicht die ganze Welt nur um Zähne dreht. Aber man kann dann sehr schön einfach wieder Motivation tanken. Und ich habe auch die Zeit nutzen können zum Üben und mich da wieder auf den Start vorzubereiten. Und das war dann doch im Großen und Ganzen mal eine sehr hilfreiche Zeit, um mal Gedanken zu sortieren und zu Ende zu denken, wenn man mal so will. Ja, solche Momente tun offensichtlich gut. Reset your brain. Ja, wir haben genau. Das Stichwort gehört, Kreativität. Vielleicht mache ich gleich weiter mit dir, Pia. Und zwar, wenn du jetzt eine Strategie entwickeln hast, was aus der Jugend, was könnte man da weitergeben? Was wäre eine Strategie aus der Krise, aus der Jugend jetzt mal gesprochen? Also meine Strategie hat sich da dann doch ziemlich auf einfach die Hoffnung und die Motivation nicht verlieren und weitermachen beschränkt auch irgendwie. Und die Zeit, die man übrig hat, kann man sehr gut nutzen, um irgendwie sich sowohl wirklich im Üben weiterzubilden oder sich das ein oder andere einfach mal ganz in Ruhe durchzulesen und nicht so viel zwischen Tür und Angel zu machen. Aber ich würde am ehesten weitergeben wollen, dass man irgendwie versuchen muss, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Ja, danke für deine Empfehlung. Laura, wie ist es bei dir anders? Oder könntest du dich dem anschließen, was Pia gesagt hat? Pia und ich sind uns da, glaube ich, ziemlich einig. Wir haben auch schon also öfter darüber gesprochen. Und ich kann nur von mir selbst sagen, ich habe zwischendurch mal kurz meine Motivation verloren und ich würde sagen, dass es vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil man eben so dann seine eigenen Strategien entwickelt und es ist einfach so, wenn man einfach weitermacht und vielleicht auch manchmal gar nicht so viel darüber nachdenkt, sondern einfach nur macht, kann ich persönlich sagen, das hat mir am besten geholfen und dass man halt wirklich versucht, positiv zu bleiben und sich zu sagen, dass wir es ja eigentlich schon ganz gut hatten, weil auch als wir zu Hause bleiben mussten, konnten wir alle zu Hause in einem schönen Zuhause meistens bleiben, konnten uns unser Essen noch kaufen, konnten noch nach draußen gehen, sportliche Aktivitäten machen und ich finde, man sollte sich dann immer noch darauf beziehen, dass das alles noch möglich war. Ganz tolle Einschätzung, danke. Elementare Dinge des Lebens waren ja immer noch weiter vorhanden und klasse. Ich danke euch beiden zunächst mal und ihr seid ja auch noch weiter dabei, ja, falls Fragen kommen und kommen bestimmt welche. Und wir würden euch noch mal so in den Hintergrund jetzt zunächst mal erstmal schieben, auf Warteposition für den Talk, Fragen und Antworten natürlich und würde jetzt erstmal sagen, nach einem ganz großen Dankeschön, bis gleich. Willkommen zurück zum Talk, Live-Talk der ADT. Das Thema, das wir jetzt haben, schließt sich wunderbar an die Äußerungen und Beschreibungen von Laura und Pia, denn sie sind ja noch im Grunde, sie lernen viel dazu, haben vielleicht auch mal die Meisterschule fest im Blick. Wir haben eingeladen Zahntechnikermeister Jürgen Stecher, er ist ja Schriftführer der ADT. Und Hans-Jürgen, erstmal danke für die Zeit, die du hast, dass du gekommen bist. Und ich würde gleich mit der ersten Frage mal starten, weil das interessiert mich jetzt auch ganz besonders, weil es hier in München ist. Welche Auswirkungen hatte die Krise auf die Meisterschüler? Du bist ja seit 10 Jahren Leiter der Meisterschule in München. Hast du Unterschiede oder irgendwelche Veränderungen wahrgenommen? Ja, aber selbstverständlich. Also zunächst mal möchte ich von deiner Frage ein klein wenig abweichen und die beiden Damen einladen, mit ihrer Motivation und mit ihrer Zuversicht und der Hoffnung, die sie in sich tragen, am besten nächstes Jahr in die Meisterschule zu kommen. Sowas können wir dort brauchen. So, naja, es waren natürlich massive Veränderungen. Es waren sozusagen
zwangsverordnete Ferien. Das ist eine ganz neue Erfahrung, die wir machen mussten. Und die dringendste Frage war zunächst mal die, wie verbindet man jetzt geschickt die Osterferien mit den Pfingstferien, um dann nahtlos in die Sommerferien überzugehen? Nein, das war es natürlich nicht. Wir mussten den Rahmenbedingungen entsprechend, und ich nenne es jetzt mal nicht oder ganz bewusst nicht Krise, sondern ich nenne es der Herausforderung gerecht werdend, natürlich sofort reagieren. Diese räumliche Trennung, die von einem Tag auf den anderen entstanden ist und das für uns zur Verfügung stehende Zeitfenster, wir müssen ja innerhalb eines Schuljahres, müssen wir ja die Kolleginnen und Kollegen auf die Meisterprüfung vorbereiten. Und es war auch nie geplant, die Meisterprüfung ausfallen zu lassen. Das heißt, wir mussten also relativ schnell Maßnahmen ergreifen, um den Unterricht weiterführen zu können. Und an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Kollegen und Kolleginnen, aber auch bei der Schulleitung und noch viel mehr bei den Studierenden bedanken, die also in einem Höchstmaß an Kooperation, Zuversicht und auch Verständnis da mitgewirkt haben und sich gegenseitig auch ausgeholfen haben. Also das war eine richtig außergewöhnliche Leistung und wir konnten eben auch diese, ich sage es mal, notwendige unternehmerische Fähigkeit darzustellen, flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen zu reagieren, wie der Segler eben auch, dem ist es egal, wo der Wind herkommt, er stellt die Segel einfach richtig. Und so haben wir eigentlich auch in der Schule gehandelt. Das heißt, weg vom Präsenzunterricht, dann eben hin zu diesem sogenannten Homeschooling, war eine ganz interessante Erfahrung. Da kann man sicherlich Segmente aus diesen Erfahrungen in den zukünftigen Unterricht einfließen lassen. Man muss aber auch sagen, diese räumliche Distanz und diese fehlende soziale Interaktion, die ist natürlich über dieses Homeschooling und diese Art und Weise zu unterrichten so nicht gegeben. Das heißt, es fehlen einfach die Rückmeldungen. Ja, das ist ein interessanter Einblick mal in die Situation, die ich jetzt über die Uni auch teilen kann. Aber jetzt mal zur zweiten Frage. Jetzt, du bildest ja im Grunde mit aus, oder das sind ja Meisterinnen und Meister, die da praktisch einen Abschluss finden und dann meist auch in die Selbstständigkeit wollen. Wie ist denn dieser Wille zur Selbstständigkeit stark zurückgegangen jetzt durch diese Krise? Ein ganz klares Nein. Wir hatten jetzt tatsächlich die Gelegenheit durch diese Herausforderung, ich sage es mal so, unternehmerische Grundvoraussetzungen wie Kooperation und das Schaffen von Synergien. Ja. Und das haben die Schülerinnen und Schüler ja auch eindrucksvoll dargestellt. Die haben sich gegenseitig ins Labor eingeladen, die haben Arbeitsgruppen gebildet. Wir haben Kommunikationsplattformen eingerichtet, wo man schnell auch auf Fragen reagieren konnte. Also diese Darstellung 1 und 1 ist eben nicht nur 2, sondern 1 und 1 kann auch 4 sein. Das auch in die unternehmerische Tätigkeit mit reinzunehmen, war eine hervorragende Gelegenheit. Auch, wie soll ich sagen, Krisenresilienz und den Umgang mit Ängsten. Natürlich war zunächst Ängste da. Ängste, wie geht es weiter mit der Meisterschule? Findet die Meisterprüfung überhaupt statt? Aber auch der Aspekt der Entängstigung und ich sage jetzt mal auch der Darstellung einer mentalen Plastizität und der Lernfähigkeit, die sich daraus ergibt, waren also doch elementare Dinge, die wir in dieser Zeit gemeinsam erleben durften und auch erleben konnten. Und ich denke, das feuert die Motivation der Kolleginnen und Kollegen, die sich selbstständig machen wollen, eher an. Jetzt ist ja so, wir wollen mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Anmeldesituation jetzt für das nächste Jahr, würde ich gerne mal wissen. Perspektiven und Erkenntnisse bezüglich der zukünftigen Lehre ist zum Teil schon angesprochen worden. Und wenn du jetzt noch Ratschläge hättest für diese jungen Unternehmer, was würdest du da praktisch anraten für die Zukunft? Ja, fangen wir zunächst mal an mit den Anmeldezahlen für das nächste Jahr. Also wir waren eigentlich, was unsere Kapazitäten betrifft, voll belegt mit 24 Schülerinnen und Schülern. Es sind jetzt der Situation entsprechend die letzten Wochen, ich meine 4 Kolleginnen und Kollegen abgesprungen, die sich sicherlich aufgrund der sich verändernden wirtschaftlichen oder finanziellen Situation, die sich für sie ergeben hat, sich das nochmal überlegen.
Aber ich meine, die verbleibenden 20, die sind sicherlich willens und umso überzeugter, dass sie diese Selbstständigkeit und das Vorbereitungsschuljahr auf die Meisterprüfung angehen werden nächstes Schuljahr. Ja, was ergeben sich für Entwicklungen? Also es war eine lehrreiche und es war eine erkenntnisreiche Erfahrung, weg vom Präsenzunterricht hin zu Online-Konferenzen, hin zu Kommunikationen, die im Grunde genommen eigentlich auch Tag und Nacht stattgefunden haben. Ich denke, man muss jetzt hingehen und muss das Beste von beiden Seiten extrahieren. Ich denke, es ist sicherlich für die Zukunft eine Bereicherung, diese Unterrichtswebinare, sowas Ähnliches, wie wir es auch führen, gegebenenfalls synergetisch dem Unterricht hinzuzufügen, um gegebenenfalls aktuelle Fragestellungen in einer kleinen Gruppe aufzuarbeiten, das Ganze gegebenenfalls sogar auch fächerübergreifend in Form einer Online-Konferenz zu diskutieren. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es gehört sehr viel Disziplin dazu. Ich hatte gerade eben erwähnt, die Fragen, die kamen auch mitten in der Nacht rein. Ja, da kann man natürlich auch nicht mehr antworten. Darüber hinaus ist es auch so, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, dass dieser direkte soziale Kontakt, also diese Art der Kommunikation, die über eben alle Sinne stattfindet, die hat man natürlich in einer Online-Konferenz so und in dieser Form nicht. Und das ist schon etwas, was einem, der die Kolleginnen und Kollegen unterstützt in der Vorbereitung auf die Meisterprüfung, was tatsächlich fehlt. Ja, diese ganzheitliche Wahrnehmung des Gegenüber, der sich auch ganzheitlich darstellt und ausdrückt und eben auch Fragen stellt. Das gibt es so in dieser Form eben nicht. So, was kann ich den jungen Kolleginnen und Kollegen empfehlen? Also eine wichtige Erkenntnis, die wir sicherlich auch im Unterricht aufgearbeitet haben und auch noch aufarbeiten werden, die werden gewiss, wenn die Meisterprüfung dann auch mal abgeschlossen ist, nochmals über diese schwierige Zeit sprechen. Also eine wichtige Erkenntnis ist sicherlich Proaktivität. Ja, also vorausdenken und handeln, bevor einen diese Vollbremsung trifft, also diese Herausforderung oder auch die Krise. Ich denke, das ist diese Weitsicht mit allem, was du tust, tue es bedacht und bedenke das Ende. Ich denke, man muss solche Herausforderungen durchaus auch in sein unternehmerisches Handeln und in die unternehmerische Antizipation mit einbauen. Ich denke, ein weiterer wichtiger Aspekt, den man extrahieren kann und im Grunde genommen jetzt auch mit auf den Weg schicken kann, also diese synergetische Zusammenarbeit, die wir erlebt haben in den letzten Wochen und die Ergebnisse, die man daraus erzielen kann, denke ich, ist auch schon ganz lehrreich und sicherlich einen Tipp, den man den Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben kann. Zusammen einfach nützliche Lösungen schaffen. Ja, und diese Pflege dieser Angewohnheiten, die führen zu Verbesserungen. Aber es muss gepflegt werden. Wie sagte Marx, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Also man muss diese Angewohnheiten natürlich auch leben. Ja, Kooperation, Loyalität. Qualität und Synergien, das denke ich, sind so diese Kernelemente, die ich extrahieren konnte aus den vergangenen Wochen. Und dies zu pflegen, gebe ich gerne an meine Kolleginnen und meine Kollegen weiter. Hans-Jürgen, vielen Dank für die Empfehlungen und die Aspekte, die du angeschnitten hast, die mir gar nicht so bewusst waren. Also viele Neuigkeiten und sicherlich auch viele Fragen, die noch kommen werden. Auch du würdest jetzt in den Hintergrund nochmal geschaltet und dann gleich bei der Fragerunde nochmal aktiviert, wie man das so schön sagt heute, Neudeutsch. Ich sag mal bis gleich und bitte bleiben Sie dran. Es geht gleich ganz interessant weiter mit einem Unternehmensberater, nämlich Herrn Ebing. Und wir wollen nochmal den betriebswirtschaftlichen Aspekt hier beleuchten. Also bis gleich. Circa sind wir wieder bei Ihnen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind wieder zurück. Es schließt sich nach diesen Einblicken in die Dentalindustrie, Zahntechnik und Meisterschulen jetzt nochmal ein betriebswirtschaftlicher Blick vielleicht eines erfahrenen Unternehmensberaters an.
Ich darf Ihnen vorstellen, Herrn Hebing, wie schon gesagt, Unternehmensberater mit einem ganz besonderen Fokus auf die Dentalbranche. Herr Hebing, können Sie uns aus der Sicht des Unternehmensberaters nochmal berichten, was Sie am Markt zurzeit beobachten? Ja, gerne. Wir sind aktuell in der Phase des Wiederhochfahrens und was wir beobachten können, dass das Wiederhochfahren sehr unterschiedlich ist. Das hängt von den Praxen ab, wie die in der kritischen Phase Mitte März bis Ende April sich verhalten haben. Herr Dr. Huber hat das sehr schön beschrieben. Die Praxen, die sich so verhalten haben, ihr Angebot aufrechterhalten haben, hatten auch im Mai sehr schnell die Patienten wieder in den Praxen und sehr schnell wieder Normalbetrieb. Die Praxen, die sehr früh in einen Krisenmodus geschaltet haben, nur Notfallpatienten aufgenommen haben, sind jetzt noch weit weg vom alten Stand und tun sich sehr schwer mit dem Wiederhochfahren. Für die Laborwelt bedeutet das, dass der Strom von 01, Befunderhebung, Heilung, Kostenplan erstellen, Genehmigung, Patient einbestellen, tatsächlich die PrEP erfolgt, die Arbeit dann im Labor, für 6 Wochen unterbrochen wurde. Und wenn ich als Labor viele Praxen habe, wie Sie verhalten haben, wie von Herrn Dr. Hugo beschrieben, da bin ich jetzt schon wieder sehr weit mit dem Umsatz. Auch der Mai war es schon wieder sehr ordentlich. Und Labore, die eher ein Kundenportfolio haben mit zurückhaltenden Praxen, die nur Notdienst angeboten haben, die sind noch weit zurück. Wir sind jetzt von der Kurzarbeit. Im Mai wurde schon deutlich weniger Kurzarbeit gemacht. Der Schichtdienst aber noch weitgehend aufrechterhalten in den Laboren. Jetzt im Juni werden aber auch die allermeisten Labore abkehren vom Schichtdienst mit Team A und Team B und alle Mitarbeiter wieder an Bord holen und die Kurzarbeit so steuern, dass tageweise Mitarbeiter nach Hause gehen, wenn es möglich ist. Ja, danke für den Einblick und mal die kurze Skizze der augenblicklichen Situation. Wie glauben Sie denn, wie sich der Dentalmarkt entwickeln wird jetzt in naher Zukunft oder vielleicht auch mal etwas langfristiger? Dazu möchte ich auf 3 Trends eingehen. Das erste ist der Umsatztrend, was natürlich jetzt viele interessieren wird. Wir hatten ein sehr starkes erstes Quartal in der Zahntechnik. Das bedeutete einen Überhang auch noch im April, wo viele von profitiert haben. Dann im Mai sind wir gelandet im Durchschnitt bei 70-90%. Ich habe wie von Herrn Traub beschrieben, auch mehrere Szenarien aufgestellt. Und das, wo wir jetzt stehen, ist das beste Szenario, das teile ich, was man haben konnte noch Ende März, Anfang April. Das ist die Umsatzseite auf Jahresfrist. Was sich positiv entwickelt ist, ich hatte so ein bisschen Befürchtung, dass wir zum Ende raus vom Jahr nicht deutlich weniger Umsätze haben könnten, selbst wenn die Patienten da sind, wegen der gestiegenen Hygieneanforderungen. Aber auch das kriegen die Zahnarztpraxen richtig prima im Griff. Man merkt, das sind echte Hygieneprofis und da können wir uns von Zahntechnikseite aus darauf verlassen, dass die auch trotz gestiegener Hygienemaßnahmen eine gute Produktivität haben. Der zweite Trend, auf den ich eingehen möchte, das ist das Thema Investitionen. Wir haben natürlich jetzt erleben können, dass alle erstmal auf die Bremse getreten sind und zurückgestellt haben. Und es gibt erste Praxen und Labore, die wir zurückgehaltene Investitionen jetzt anschieben. Allerdings hängt es natürlich auch ein bisschen damit zusammen, was jetzt auch mit der EDS passiert. Also da ist eher noch verhaltenes Tun angesagt. Und der dritte Trend ist das Thema Fachkräftemangel. Der hat uns die letzten Jahre beherrscht. Und die überwiegende Meinung war, dass es die nächsten Jahre auch ein Riesenthema bleiben wird. Die Frage ist jetzt die, wie wirkt sich diese Corona-Krise darauf aus? Und man kann sagen, dass erstmal bei vielen Laboren ein Durchatmen war nach dem Arbeiten auf Anschlag über einen langen Zeitraum. Und jetzt was ausgeblieben ist, sind große Entlassungswellen. Also punktuell bei Laboren, die tatsächlich vorher schon liquiditätsmäßig nicht so gut aufgestellt waren, wurden einzelne Mitarbeiter freigesetzt, aber wir haben jetzt keine großen Entlassungswellen gesehen. Ja, vielen Dank. Jetzt nochmal, wie steht es um die Laborlandschaft generell, wenn Sie da jetzt noch eine Einschätzung geben würden? Wie gut. Würden Sie
Also was nicht eingetreten ist, es gab im März Befürchtungen, dass wir eine riesen Pleitewelle sehen werden. Das habe ich nie geglaubt und das wird auch nicht eintreten, weil die deutsche Laborlandschaft überwiegend gut mit Eigenkapital finanziert ist, eine gute Eigenkapitalausstattung hat. Und Herr Schrauber hat das sehr schön beschrieben, auch mit wer gut mit Liquidität wirtschaftet, kann auch solche kurzen Krisen, wie sie jetzt erstmal ist, ne, gut klarkommen. Die Kurzarbeit als wichtigstes Instrument hat sehr gut auch gegengesteuert, sodass insgesamt die Laborlandschaft gut dasteht. Bis zum Jahresende erwarte ich auch eine Erholung und dass sich das Ganze gut entwickelt. Labore, die jetzt eng an Liquidität sind, da sehe ich eigentlich dringenden Handlungsbedarf, die sollten schnell aktiv werden, weil da ist dann wirklich die Zeitfaktor spielt eine große Rolle. Was die nächsten Jahre bleiben wird, das war vor der Krise so und das wird jetzt auch wieder Thema werden, werden sich viele jetzt auch Gedanken gemacht haben, das Thema Unternehmensnachfolge. Wir haben insbesondere bei den kleinen Betrieben bis 500.000 Euro Umsatz viele Unternehmer, die in einem Alter sind, wo sie intensiv über die Nachfolge nachdenken sollen, müssen. Und wir werden dort sicherlich weitere Konzentrationsprozesse sehen in der Laborlandschaft, dass die mittelständischen Labore noch weiter wachsen werden. Vielen Dank, Herr Hebing, für die Einschätzung. Jetzt ist ja auch so, dass wir aus der Presse wissen, die Urlaubsländer öffnen ihre Pforten, zumindest in Europa, in vielen Bereichen. Man denkt an Urlaub. Wie würden Sie denn jetzt die Urlaubsplanung so empfehlen? Ist es so, dass man dann im Herbst erstmal alle losschicken kann und kommt ja sowieso keine Nachfrage? Oder wie ist da Ihre Einschätzung? Ja, also erstmal ist ja die Urlaubsplanung für jeden Mitarbeiter sehr wichtig und jeder Mitarbeiter macht das natürlich aus seiner Sicht sehr egoistisch und das Beste rausholen. Hier gilt es als Unternehmensleitung frühzeitig gegenzusteuern. Das machen auch die meisten. Wir können erwarten, dass wir ein sehr gutes letztes Quartal bekommen. Zumindest ist die Einschätzung der allermeisten Laborleitungen. Und da gibt es natürlich Sinn, jetzt im Sommer auch den Urlaub zu planen. Wenn jemand sagt, ich möchte immer, aber im Herbst gerne auf die Kanaren fliegen oder dann ist das Urlaubsangebot besser. Das würde ich eher nicht so sehen, sondern jetzt sollte der größte Teil des Urlaubs über den Sommer genommen werden. Gucken, wie man das mit Kurzarbeit kombinieren kann. Viele werden dann aus der Kurzarbeit auch rausfallen. Das ist dann so, aber Urlaub sollte genommen werden. Vielleicht noch eins abschließend, was wir jetzt in der Corona-Krise gesehen haben. Auch eine Botschaft vielleicht auch an die Krankenkassen und an die Politik. Anders als in anderen Branchen haben wir in der Zahnmedizin und in der Zahntechnik zu keiner Zeit Versorgungsengpässe gesehen. Und anders wie es beispielsweise Sorgen gibt in der Pharmabranche. Das heißt, Zahnmedizin, Zahntechnik made in Germany ist da. Wir sind nicht angewiesen auf Lieferketten aus anderen Ländern. Das hat sich jetzt hier als Riesenvorteil erwiesen. Auch, wie Herr Stecher das sagte, das Ausbildungswesen extrem hoch. Also hier können wir sicherlich sehr, sehr positiv für die Zahntechnik die nächsten Jahre. Ja, vielen Dank für Ihr Plädoyer für die deutsche Zahntechnik, das mir sehr gut gefallen hat. Stehe ich ganz hinter Ihnen, auch von meiner Seite ganz absolut kann ich das unterstreichen. Auch an Sie jetzt nochmal, wir würden Sie nochmal in den Hintergrund bringen, Sie gleich aber auch wieder aufrufen. Sie bleiben also noch aktiv in der Fragerunde dann stehen und nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Bemühungen, hier hinzukommen zu uns in den Live-Talk. Sehr gerne. Danke auch. Bis gleich. Nochmal willkommen zum Frageteil dieser ganzen Live-Talk-Serie. Wir haben jetzt alle unsere Gäste gehört zu verschiedenen Themengebieten und es sind auch Fragen reingekommen oder sind überhaupt da welche reingekommen? Es sind ja tatsächlich Fragen eingekommen. Ich habe mir vor dem Fragenanstund schon die Jacke ausgezogen, mich den Temperaturen angepasst und also die Drähte, ich will jetzt nicht sagen, sind heiß gelaufen, aber sind tatsächlich interessante Fragen dabei, die wir jetzt vielleicht mal filtern und Ihnen stellen wollen. Das sind eigentlich zwei große Themenbereiche. Das eine ist ein bisschen wie Blick in die Zukunft. Der zweite Bereich ist, wie ist man mit den Mitarbeitern umgegangen? Welche Ängste waren da? Und gibt es da vielleicht noch Tipps, wie man das in Zukunft noch besser handeln kann? Und dann haben wir noch so auch an Herrn Hebing gleich noch sehr konkrete Fragen auch in dem
Chat. Aber als erstes, Frau Gierbach, an Sie kam die Frage. Sie haben von Kreativität in der Krise gesprochen und neben Homeoffice, da interessiert die Zuhörer, was gibt es denn da für konkrete Beispiele? Wo ist vielleicht auch was man in Zukunft noch mitnehmen kann? Ja, also wir haben zum Beispiel jetzt im Trainingsbereich, wenn wir uns den anschauen, da waren wir ja quasi von heute auf morgen, mussten wir die Präsenzkurse, die wir in den Laboren oder auch hier in unserem Trainingscenter oder in Berlin oder anderswo stattfinden lassen, die mussten wir canceln, hatten natürlich aber trotzdem die Nachfrage und den Bedarf von unseren Kunden, dass wir die Trainings machen. Und so ein Präsenzkurs mal kurzfristig auf ein Online-Format zu bringen, der normalerweise 2,5 Tage dauert, also wenn ich jetzt an so einen CAD/CAM-Einsteigerkurs denke, dann muss man sich schon das gut überlegen, weil natürlich irgendwann haben wir alle solche Ohren, weil wir nur noch Kopfhörer aufhaben und so ein Format kann man nicht 1:1 umsetzen. Das heißt, da mussten wir wirklich auch gucken, was ist tragbar, was ist zumutbar, sowohl für den Referenten als auch für die Teilnehmer. Mhm. Ja, also das war so ein ganz konkretes Beispiel. Ja, das ist interessant. Das möchte ich vielleicht gleich nochmal aufnehmen, denn Zahnmedizin und Zahntechnik, das ist ja nicht nur Theorie, das ist ja auch ganz viel Handwerk und ganz viel Praxis. Und da kam jetzt mir, ich nenne es mal einen Kommentar an vor allem den Leiter der Meisterschule, Hans-Jürgen Stecher. Und zwar, das muss ich mal eben kurz ablesen. Also, in unserem Beruf funktioniert aus Fort- und Weiterbildung über digitale Medien aus meiner Erfahrung als Kursleiter für kieferorthopädische Zahntechnik nicht. Kann man theoretisches Wissen als Vor- oder Nachbereitung über digitale Medien vermitteln? Sicher ja. Aber vor allem Anfänger müssen mit eigenen Augen dreidimensional sehen und erleben, wie es gemacht wird. Also, wo sind vielleicht auch Limitationen in dieser digitalen Ausbildung, in diesen digitalen Kursen? Ich glaube, die Frage war konkret auch an Hans-Jürgen Stecher gestellt. Hans-Jürgen, du müsstest da ein Mikrofon anmachen, bitte. Dann werde ich darauf auch antworten. Ist natürlich eine völlig, völlig richtige Fragestellung auch. Also diese praktischen Unterweisungen oder diese, wie man auch sagt, diese Hands-on-Kurse, die lassen sich natürlich nur stark eingeschränkt online durchführen. Sicherlich hatte ich eine Idee aus den vergangenen Wochen mitgenommen und habe mir an meinem Laborarbeitsplatz habe ich mir eine Kamera installiert. Da muss ich noch so ein bisschen dran arbeiten, an den Vergrößerungen und an der Position dieser Kamera, damit man da gegebenenfalls auch mikroskopische Aufnahmen übermitteln kann. Das mag eine, ich sage jetzt mal, eine Krücke sein, um praktische Demonstrationen auch online stattfinden zu lassen. Aber dieses direkte Reagieren auf eine manuelle Tätigkeit, das lässt sich tatsächlich nur in der direkten Interaktion durchführen. Und der Lernerfolg kann auch nur auf diese Art und Weise stattfinden. Zusammenfassend, es kann viel Theoretisches ausgegliedert werden. Man kann zum Teil gegebenenfalls auch Hands-ons darstellen online, aber diese Effektivität und Effizienz bringt das natürlich nicht mit sich. Ja, ich glaube, das beantwortet das ganz gut. Ich würde dann mal noch weitergehen. Es kam noch eine Frage an konkret Wolfgang Weißer auch. Wolfgang, wenn du da Mikrofon einmal laut stellst. Und zwar, also sehr beeindruckend die Zahlen, die Sie präsentieren. Wo findet man denn solche Zahlen? Wie kann man sich denn informieren als Unternehmer, als Zahntechniker? Und wie halte ich mich denn da am besten auf dem Laufenden? Also das ist so, das sind natürlich Zahlen, die den Firmen her zugänglich sind und durch meine Arbeitsweise im Dentallabor bin ich ja für die Unternehmer ja da zuständig und da kann ich natürlich die Daten abgreifen, weil ich da intern diese ganzen Geschäftsführer und Marketingleute kenne. Mhm. Und natürlich hat auch die Firma IvoClar eine weltweite Analyse gemacht, woran die Zahlen eigentlich belegt sind. Das heißt also, im europäischen Bereich ist das vollkommen klar, dass wir natürlich jetzt im Gegensatz in Italien, Spanien, Frankreich und auch in England, dass da natürlich die Sache eingebrochen ist. Das leuchtet, glaube ich, jedem ein in den USA und auch das, was der
Andreas ja vorhin erzählt hat, exakt das Gleiche. In Asien unten kommt da langsam wieder was rein. Und wir haben wirklich das große Glück, das muss man mal sagen, dass auch in Deutschland wir da jetzt so anscheinend mit einem blauen Auge davongekommen sind. Aber es ist so, man darf nicht hinwegtäuschen. Wir haben ja zwei top große Unternehmen gehabt, die natürlich so einen Betrieb sehr professionell führen. Aber es gibt auch viele kleinere Betriebe, was natürlich das große Problem ist, die natürlich dann auch mit der Liquidität zu kämpfen haben. Und das ist schon ein ganz großer Bereich, aber diese Zahlen liegen so intern eigentlich vor, aber die kann man so jetzt in dem Bereich nur schwer abgreifen. Es gibt auch keine offizielle Homepage, wo man die Sachen da eigentlich auch runterlesen kann. Aber das ist immer im Endeffekt so, vom Gefühl her, was auch im Endeffekt diskutiert wird, ist das Ausland für uns hier eher unrelevant, aber man darf das nicht unterschätzen, davor warne ich auch, dass die Firmen, die heute mehr wie 50% im internationalen Bereich tätig sind, dass denen schon gerade eben hinten das kalte Wasser der Rücken runterläuft. Ich glaube auch, dass die Kollegin Frau Gierbach und auch der Andreas das mit Sicherheit bestätigen können. Ja, vielen Dank. Und nochmal wichtiger Hinweis, denke ich auch, dass man, oder spricht ja für dieses Format, dass man mal Zugriff auch zu diesen Zahlen hat und die mal hört. Und vielen Dank für die Einschätzung. Genau, dann eine etwas, ich glaube, auch humoristisch gemeinte Ansatz und Kommentar an Herrn Straub, der Straubsche Sparstrumpf. Wie hoch muss der denn tatsächlich sein? Also sind 50% tatsächlich realistisch an Rücklagen oder was würden Sie denn so als Liquiditätsreserve einplanen oder was würden Sie den Kollegen empfehlen? Straubsche Sparstrumpf, ja. Ja, das muss jeder natürlich mit seinem eigenen Unternehmen überprüfen. Das ist natürlich klar und jeder muss für sich selber überlegen, wie viele Sicherheiten möchte ich für mich aufbauen und was brauche ich für mein privates Leben. Ich denke, man muss da an uns alle sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und man muss da natürlich schon an sein Unternehmen denken und Herr Weiß hat es eben erwähnt, wenn wir heute an einer gewissen Liquiditätsgrenze stehen, also wenn wir vorher, ob wir groß digitale Technologien vielleicht im Labor investiert haben oder auch im privaten Umfeld viele oder größere Investitionen gemacht haben, vielleicht muss da vor der Porsche vor der Haustüre stehen oder ähnliche Dinge, dann kommt natürlich, wenn solche Situationen wie Corona oder ähnliche Dinge geschehen, wir wissen nicht, was die Zukunft uns bringt, dann kann ich natürlich nicht so bequem in die Zukunft blicken. Also das ist natürlich so ein Fingerspitzengefühl, die jeder für sich entscheiden muss. Und das hat mit uns Schwaben überhaupt nichts zu tun. Kein schwäbisches Phänomen. Okay. Bestimmt nicht. Gut. Genau, ich gehe mal noch weiter runter hier in die Zeilen. Und zwar, Laura und Pia. Also auf eure Kommentare habe ich sehr viel positive Rückmeldungen hingekriegt. Also vielen Dank erstmal dafür. Und die Frage war einerseits, ob es da Tipps gibt. Also das war, glaube ich, an Laura dich gerichtet. Selbst du sprachst davon, Motivation ist verloren gegangen. Und wie hast du es denn geschafft, positiv zu bleiben? Gibt es da einen Geheimtipp auch für deine Kolleginnen und Kollegen? Und darauf anschließend, haben sich an den Zukunftsplänen, hat sich da was geändert durch diese Krise, durch diesen, ich nenne es mal, neuen Blickwinkel, so wird das hier formuliert? Also was mir immer hilft, ist, dass ich, wenn ich gerade irgendwie ein bisschen negativ bin, dass ich das aufschreibe. Ich habe da so ein Heft und dann gucke ich, wie ich quasi die negativen Sachen in was Positives ändern kann und schreibe das dann auch auf quasi als meine Ziele, weil ich finde immer, wenn man das visuell, also wirklich, wenn man das vor Augen hat, dann ist es nochmal viel leichter, wenn man dann sein Problem mehr sieht sozusagen. Das könnte ich jetzt so als Tipp geben und für mich selbst hat sich eigentlich so von meinen Zukunftsplänen her nichts geändert. Also ich will immer noch in ein paar Jahren meinen Meister machen und bin da eigentlich auch noch immer dran. Da hat sich nichts geändert. Der Hans-Jürgen Steher, der springt jetzt gleich vor Freude in die Luft. Das ist, natürlich wird er in München in Betracht gezogen zumindest. Ne? Das habe ich noch nicht so richtig mir ausgesucht. Und dann noch eine Frage an euch beiden. Pia, vielleicht an dich. Also hier steht erstmal Glückwunsch zum natürlich zum Gewinn des Forum 25 2018 und
dann tatsächlich auch den besten Vortrag letztes Jahr auf der ADT gehalten, wo ich auch nochmal ganz herzlich gratulieren würde. Und wir werden das gebührend nächstes Jahr persönlich feiern. Dazu herzlichen Glückwunsch. Und da kommt die Frage, ich nehme an, aus eurer Altersklasse. Wo und wie kann man sich denn für das Forum 25 anmelden und würdet ihr das nochmal machen? Also wir haben beide festgestellt, dass wir da sehr, sehr motiviert ins kalte Wasser gesprungen sind mit dem Ganzen und dass die Arbeit letztendlich doch um einiges größer war als gedacht am Anfang. Aber ich glaube, dass wir es letztendlich, oder also ich auf jeden Fall, ich glaube aber, dass wir es beide letztendlich nochmal machen würden. Mhm. Weil es doch eine Wahnsinnserfahrung war. Und anmelden kann man sich einfach auf der ADT-Seite unter dem Link Forum 25, glaube ich, oder? Genau, ja, das kann ich vielleicht ergänzen, Link Forum 25. Ansonsten auch gerne über die Mario und Bech direkt eine E-Mail schreiben. Also sind auch immer offen für Anregungen und Motivation. Ja, prima. Vielen Dank, ihr beiden. An Herrn Klar habe ich noch eine sehr konkrete Frage. Wie sieht denn der Alltag jetzt im Labor und im Unternehmen konkret aus? Also arbeiten Sie in zwei Teams? Wie machen Sie das konkret? Haben Sie Mundschutzpflicht? Also wir beispielsweise auch im Klinikum haben die Mundschutzpflicht, die wir jetzt hier unter großen Abstands vermeiden können. Aber ja, also wir haben natürlich gleich im April Maßnahmen ergriffen und wie Sie schon sagen, natürlich Händereinigung, Mundschutz, aber bis an die Tür hier im Labor tun wir das nicht. Natürlich werden, wenn wir jetzt Meetings machen, die mit gebührenden Abstand gehalten. Wir haben bei uns in der Kantine eben auch die Abstände eingehalten und am Anfang haben wir auch im Zweischichtdienst gearbeitet. Wir haben ja Kurzarbeit eingerichtet und dann eben im Zweischichtdienst. Das heißt, wir haben die Abteilung geteilt und so wie in manchen Kliniken eben, dass immer nur ein Team vor Ort ist. Aber das war jetzt auch nicht mehr aufrechtzuerhalten. Also jetzt seit Juni haben wir auch die Kurzarbeit aufgegeben. Die Auftragslage ist wieder so angestiegen, dass das nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Und ja, wir sind generell vorsichtig, aber diesen stringenten Zweischichtbetrieb haben wir nicht mehr. Mhm. Natürlich, ja. Wenn jetzt Patienten ins Labor kommen, was ja immer mehr der Fall ist, wir haben einen Patientenbereich dort, sind nochmal stärkere Maßnahmen, eben auch mit Handschuhen und Mundschutz und dass die Patienten vorher sich reinigen. Und und wenn wir dann Fotos machen, dass das dann doch noch kontrollierter abläuft und dass wir dort auch Schilder haben vor dem Empfang etc. Wir haben sehr viele Patienten im Labor und wir haben lange überlegt, ob wir das jetzt aufgeben, aber das wollten wir nicht und da wir auch teilweise an Praxen vor Ort sind bei gewissen Arbeitsschritten und das auch weiter getan haben, gerade auch in der Pandemiephase liefen teilweise große Arbeiten doch weiter, eher die kleinen Arbeiten blieben weg, haben wir dann mit einem entsprechenden Schutz weiter das durchgeführt. Wir haben auch Gesichtsschilder hergestellt, auch für unsere Kunden. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen das nicht kommerziell nutzen. Viele Kollegen haben die dann praktisch auf ihre Homepage zum Verkauf angeboten. Wir haben auch gegen einen kleinen Obolus Gesichtsschilder für unsere Praxen hergestellt. Und wir wollen es aber nicht kostenlos machen, dass sie nicht, also was wir nicht Plastikmüll erzeugen, dass sie doch bewusst eingesetzt werden. Und haben dann abzüglich des Materialaufwandes die Summe der Einkünfte zur Verfügung gestellt für Ärzte ohne Grenzen, die auch mittlerweile international gegen die Pandemie kämpfen. Und da ist jetzt, habe ich gerade heute gesehen, eine Summe schon von 5.000 Euro zusammengekommen. Also wir haben nicht nur uns selber geschützt, auch mit Mundschutz und Gesichtsschildern, sondern haben auch unsere Kunden versorgt mit entsprechenden Schutz, wer Interesse da hatte. Es ging sogar weiter, dass wir mittlerweile jetzt auch Friseure oder auch Supermärkte sich an uns gewandt haben, die dann eben Gesichtsschilder von uns geliefert bekommen haben wollen. Es war eine ganz nette Aktion und die läuft auch immer noch. Und wir haben weit über 1.000 Gesichtsschilder jetzt hergestellt für Lupenbrillenanwendung oder halt ohne auch. Ne? Also ganz, bei den Druckverfahren oder haben Sie die hergestellt? Ja, wir haben wir hatten Brillen gestellt, dann gedruckt, 3D gedruckt und
haben dann eben Folien davor geklemmt sozusagen. Ja. Eine relativ einfache Fertigung. Hatte noch einen Nebeneffekt, dass wir uns mit Filamentdruckern in letzter Zeit beschäftigt haben und dann eben auch die Serienproduktion mit einem Filamentdrucker ausprobieren konnten. Das war ein ganz netter Nebeneffekt. Ja. Ja, herzlichen Dank. Dieselbe Frage möchte ich im Prinzip auch nochmal weitergeben an Dr. Hugo. Da kam die Frage, wie haben Sie Ihr Team geschützt? Wie haben Sie auch mit den Patienten kommuniziert? Wie haben Sie denen vielleicht auch die Angst genommen? Es war ja durchaus, wenn ich jetzt so zurückdenke, bis Anfang März, da war ja doch ein gewisser Respekt. Da wussten wir nicht, was ist mit Sprühnebel, was mit Infektionsgefahr, welche Rolle spielen vielleicht auch Zahnärzte in den Infektionsketten. Wie haben Sie das gemacht und wie machen Sie das heute? Wie geben Sie denen die Zuversicht, hier ist das sicher und hier funktioniert das sehr professionell? Als leidenschaftlicher Statistiker und Hobby-Virologe bin ich persönlich der Meinung, dass die Ansteckungsgefahr in der Zahnarztpraxis gemeinhin überschätzt worden ist. Also mir ist kein einziger Fall von einem Zahnarzt bekannt, der sich angesteckt hat, auch nicht von Patienten, die sich in einer Zahnarztpraxis angesteckt haben, während der gesamten Krise. Ich glaube, man kann das mit den herkömmlichen Mitteln, die man ein bisschen ergänzt, wie ich das vorhin genannt habe, eigentlich ganz gut kontrollieren und vielleicht damit auch die Angst den Leuten ein bisschen nehmen. Also ich, wie gesagt, persönlich, ich habe auch einen Antikörpertest gemacht. Ich habe es auch offensichtlich nicht gehabt, ja, wie viele andere auch. Ich glaube tatsächlich, dass es statistisch wenig wahrscheinlich ist, sich da anzustecken. Ja. Ja. Und die Kommunikation war jetzt noch eine Frage mit den Patienten. Rufen Sie die vorher an oder wie? Ja. Also die Kommunikation, ich hatte es vorhin genannt, wir versuchen natürlich auf den Social-Media-Plattformen den Patienten zu erklären, welche Sicherheitsmaßnahmen wir ergreifen. Ja, wir versuchen es den Patienten auch zu zeigen, auf Schildern. Wir haben da, wie gesagt, viel mit den Patienten, also viel in der Kommunikation auf Schildern getan in der Praxis und um das darzustellen, dass wir dem Rechnung tragen, dass da vielleicht was geändert ist. Und natürlich ist so, dass ich denke, wichtig ist, dass man alle Patienten, die vielleicht Angst hatten und Termine abgesagt haben, dass man die nachtelefoniert, mit denen spricht, über ihre Ängste redet und vielleicht mit denen bespricht, wie dringend die Behandlung ist. Ja, also das halte ich für ganz wichtig. Also bei uns ist keiner, der einen Termin abgesagt hat, hinterher nicht angerufen worden und gefragt worden, ab wann er denn denkt, dass er sich wieder in die Behandlung hineintraut. Ja, also letzten Endes ist die Frage immer die, wann ist es denn wieder sicher? Ja, ich meine, wir werden mit diesem Virus leben müssen in den nächsten Jahren und ich denke, irgendwann muss man einfach mal sagen, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt ist vielleicht die Behandlung möglich, ja, aber wann ist das genau, das kann Ihnen keiner sagen. Ja. Ja, besten Dank für die Einschätzung. Ich habe noch eine interessante Frage, die geht jetzt an den Herrn Hebing. Ich denke auch, ich gucke mal so ein bisschen auf die Zeit, ja. Fast wahrscheinlich die letzte Frage. Herr Hebing, und zwar, ich lese auch mal vor, in den nächsten 10 Jahren wird ein Großteil der aktiven Zahntechniker und Zahntechnikermeister in Rente gehen. Zugleich sinkt die Zahl der Auszubildenden um circa 4% jährlich. Also, den Jahresdurchschnitt und wir werden also höchstwahrscheinlich auf einen extremen Fachkräftemangel im Zahntechnikerhandwerk zusteuern. Wie kann man darauf antworten oder gibt es da Ideen, wie man dem entgegenwirkt? Ich meine, das betrifft uns ja als Zahnärzte genauso wie das Zahntechnikerhandwerk selber. Und haben Sie da sicherlich jetzt kein allumfassendes Konzept, aber zumindest Ideen oder Gedanken zu? Ja, das wäre natürlich super, wenn man da ein Patentrezept hat. Also das Erste muss man natürlich sagen, wer selber ausbildet, eigene Fachkräfte, der steht im Moment in diesem Ring um Fachkräfte erstmal tendenziell besser da als Betriebe, die gar nicht ausbilden. Und das ist erstmal das Erste, die Ausbildung aufrechterhalten. Was sehr wichtig ist auch, ist gutes Wirtschaften, gut betriebswirtschaftlich arbeiten, dass man gut bezahlen kann. Und das Dritte ist eine gute Führung, das heißt auch vielleicht soziale Leistungen, die es anderswo nicht so gibt und selber eine gute Führungskraft werden, nicht nur zu Technikkursen zu gehen, sondern auch mal ins Führungskräftetraining, wie organisiere ich Teammeetings, all diese Dinge und natürlich auch das Marketing für ein Dentallabor. Viele Laborinhaber sagen zu Recht, eigentlich brauche ich gar keine Webseite, der Patient informiert sich beim Zahnarzt, aber ihr Marketing geht zunehmend nach außen Richtung Fachkräfte und wir werden sicherlich, also man sieht ja schon wieder die ersten Stellenanzeigen, das kommt jetzt wieder, also der Bedarf an Fachkräften
Das teile ich, das wird die nächsten Jahre stark ansteigen oder weiterhin hoch sein. Und das ist im Grunde genommen ja auch Angebot und Nachfrage. Auch das stimmt mich aber auf einer Seite positiv, dass die Zahntechnik auch Zukunft hat und dass wir vielleicht auch steigende Preise sehen können. Steigende Preise, das ist doch ein tolles Abschlusswort vielleicht und eine positive Perspektive, mit der man ja jetzt auch aus dieser Talkrunde gehen kann. Anbetracht der Zeit möchte ich Ihnen nochmal versichern, wir haben jetzt gerade noch auch in den letzten paar Minuten, habe ich ganz viele E-Mails noch reingekriegt, die ganz, ganz dick und fett Danke schreiben und das Format sehr loben. Der Dank, der geht ja vor allem an Sie als ja, Teilnehmer dieser Runde und von meiner Seite schon mal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und die Offenheit, mit der Sie ja hier einfach dabei waren. Ich habe mich gefreut und mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auf den letzten Punkt auch des Nachmittages. Also den Ball kann ich gerne so aufnehmen. Auch von meiner Seite nochmal einen ganz großen Dank. Sogar ich persönlich habe viel gelernt. Also was heißt sogar? Ich habe viel gelernt, bin dankbar, die verschiedenen Facetten mal kennengelernt zu haben. Und die sind ja auch höchst unterschiedlich aus zahnmedizinischer, zahntechnischer, industrieller Sicht und eben Unternehmensberater, betriebswirtschaftlich nochmal erläutert. Vielen Dank für alle, für die Zeit. Und genießen Sie das schöne ADT-Wetter heute noch. Einen schönen ADT-Abend, zwar nicht im Schlachthofbräu, aber zumindest dann bei Ihnen zu Hause. Und das in doppelter Intensität nächstes Jahr. Genau, oder? So. Wir freuen uns schon. Wir freuen uns schon. Wunderbar. Ja, liebe Teilnehmer, erstmal vielen Dank, dass Sie so lange ausgehalten haben. Aber ich hoffe, und das ist ja eben auch eine Premiere gewesen, dass die augenblickliche Lage von vielen Gästen eingeschätzt wurde. Die haben so persönlich mal erzählt, was sie erlebt haben. Vielleicht konnte man daraus auch für Sie jetzt Strategien entwickeln. Highlights waren in jedwede Richtung Dentalindustrie, Zahntechnik, Zahnmedizin, Unternehmensberatung und auch Young Generation. Ich habe auch selbst, habe ich ja schon gesagt, viel gelernt. Vor allen Dingen hoffen wir, dass wir Ihnen viel mitgeben konnten auf den Weg. Natürlich ist das eine Premiere gewesen und wir wissen nicht, wie es kommt an und worüber wir sehr dankbar wären, wenn Sie uns ein Feedback geben würden, also positiv, aber auch durchaus mit konstruktiver Kritik, was Sie sich noch gewünscht hätten. Und wir überlegen nämlich ernsthaft, je nach Resonanz, die das neue ADT-Live-Talk-Format bekommen hat, das wir eben doch vielleicht in Zukunft häufiger einzuführen und begleitend vielleicht auch. Wer weiß, wir wissen ja jetzt nicht, wie es weitergeht und hoffen ganz fest, dass wir Sie nächstes Jahr dann auch persönlich wiedersehen. Und ich freue mich persönlich auch, Sie auf der Party begrüßen zu können. Persönliches Gespräch, das ist ja mehrfach angeklungen, ist immer noch mal mehr als rein digitales 2D-Wahrnehmung wie hier. Und ein Bekannter von mir kommt auch aus der Neurologie, der sagt immer, und Psychotherapie, er sagt immer, 80% der Kommunikation ist nonverbal. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben nicht digital alles übermittelbar ist. Und deshalb persönliche Bekanntschaften und persönliche Auftreten, dass wir uns wieder unterhalten können, ganz schön in Nürtingen, auf der Party, auf der Tagung selbst, freundschaftlich, fachlich, das wünschen wir uns alle. Und ich wünsche Ihnen vor allen Dingen jetzt erstmal viel Gesundheit von uns allen, vom ganzen Team und dass Sie die Krise bestmöglich eben überwinden. Und vor allen Dingen, bevor wir jetzt ganz ausklingen und Ihnen alles Gute wünschen, möchte ich mich bedanken bei allen Beteiligten. Es ist ja viel Technik gelaufen im Hintergrund. Ich war überrascht, wie viel Aufwand das überhaupt ja, vereinnahmt, dass man das hier senden kann. Und da geht mein ganz großer Dank zunächst erstmal an Marion Bech, die im Hintergrund enorm gearbeitet hat. Es ist vieles heiß gelaufen an Drähten. Das haben Sie gar nicht mitbekommen. Ich sitze hier ganz entspannt und spreche mit Ihnen, aber im Hintergrund läuft hier viel. Und da ist auch ganz entscheidend ein Schlüsselfaktor, eine Schlüsselperson, der Sebastian Stecher, Sohn vom Hans-Jürgen Stecher, der hier mir gerade zublinkt und sagt, ja, ist alles gut gelaufen. Und er war nur aktiv, es ist wie Hochleistungssport gewesen für ihn. Und eine weitere Person, die ich hier für den Hintergrund nennen möchte, ist Alexander Otto, der Ihnen auch diesen Stream über die Website dann scharf gestellt hat, auch sehr viel gearbeitet hat vom Background, also Hintergrund, ADT Talk und so weiter und so fort, bis auf die Website-Bewerbung und die Grafiken. An alle diese Personen und die ich nicht genannt habe, einen ganz großen Dank.
und an die Beteiligten, Jan, an dich und alle, die jetzt hier waren. Dankeschön. Und ich hoffe, wir finden uns gesund wieder im nächsten Jahr 2021 im Juni auf der ADT in Nürtingen. 2021. Ich freue mich. Ich freue mich auf Sie.